Das ist die Zukunft. Super leicht. 450 Kilo Leergewicht, ganz viele Extras hier mit drin. Hier mit ein bisschen Ausstattung ein bisschen schwerer, aber das Coole ist, du kannst ihn beladen bis 750 Kilo. Das heißt, du kannst alles mitnehmen, was du für den Urlaub brauchst. Genau, alles mit und alles, was dann noch benötigt wird, passt ja noch in den PKW. Das ist halt ein kleiner Wohnanhänger. Zukunft, ja. Elektromobilität, sage ich dazu. Wir brauchen leichtere Wohnwagen, aerodynamisch. Flache, kleine Teile, wenn wir ein wenig Reichweite behalten möchten. Ja, der ist made in Europe, nämlich genau in Lettland wird er gebaut. Genau. Das Ganze macht er schon relativ lange. Ja, wir verkaufen schon ziemlich lange Kulba-Wohnanhänger. Mittlerweile sind die wieder lieferbar. Die waren eine Zeit lang jetzt nicht lieferbar, bedingt durch Corona und was auch immer. Was da auch immer so los ist an fehlenden Teilen, also wie es halt in der ganzen Branche ist. Jetzt haben wir sie wieder und sind sehr begehrte Teardrop-Anhänger. Teardrop, weil das halt wie eine Träne ist und von der Form her. Eine aerodynamische Träne. Das Ganze gibt es ja schon ewig. Also das gibt es ja schon, gab es in den 50ern, 60ern, 40ern. Ja, die Idee ist schon sehr alt. Und die Auflage gibt es halt verschiedene Hersteller, die diese Teardrop-Anhänger bauen. Kulba ist einer davon. Und wie ich meine, bauen die sehr, sehr schön und mit einer sehr hohen Qualität. Es ist sehr viel Aluminium, sehr viel Holz. Und haben auch eine schöne Webseite, Kulba Cool. Hier haben wir eine große Küche. Sagt man sich ja, der Topf, der geht ja gar nicht da drauf. Doch, der geht. Du musst das ja nur mal hochklappen, den anderen Tisch hochklappen. Hier die Kühlbox und einen kleinen Wassertank, Strom. Das ist nur Camping, oder? Schneidebrett. Alles schön mit Holz, sauber verarbeitet. Auch hier oben die LEDs. Das ist alles wunderschön gemacht, wie ich hier finde. Mit drin. Also die Verarbeitung, das ist Handarbeit, oder? Das ist richtige Handarbeit. So, die Passmaße ein bisschen anders wie unsere türkischen Freunde, muss man sagen, die das auch sehr gut machen, aber da ist so ein Zentimeter ist schon gut, oder? Das ist auf eine andere Art. Die türkischen Wohnanhänger sind natürlich auf eine andere Art. Es ist halt so gebaut, dass wenn funktionieren auch die Türken, muss man sagen. Aber hier möchte man halt keine Delle drin haben. In so einem Alu-Teil, so einem Crawler kann man immer eine Delle drin haben. Das ist also für jeden, das ist halt so sehr fein verarbeitet und so CNC gefräst alles, das siehst du, also es passt auf einen Millimeter hier drauf und mit sehr viel Schick. Geht los bei wie viel Euro? Bei rund 15.000 Euro gehen die los, so wie der jetzt hier steht, kostet der fast 19.000 Euro. Aber tolle Ausstattung, ja. So Pumpe mit drin. Das ist jetzt ein Gerät, damit kannst du auch ein bisschen, ich sag mal, mit dem 4x4 fahren, kannst den hinten ziehen, der hat eine recht große Bodenfreiheit. Ja, der hat eine sehr hohe, das ist halt der Rebell. Es gibt den Kulba noch als ganz normalen Anhänger, dann ist etwas tiefer mit ganz kleinen 13 Zoll Rädern und dann ist er so sehr viel mehr so stattlich gebaut. Der ist ja so ein bisschen so auf Gelände gebaut, der Rebell. Hat an der Seite hat er so eine ganz tolle Beschichtung. Das sieht fast aus wie Pulver beschichtet, aber ist gut gemacht. So eine Line-X-Lackierung nennt man die oder es gibt ja verschiedene Namen für diese Lackierung. Raptor-Lack. Raptor-Lack, genau. Ja. So, ziemlich schick. Ersatzrad muss man das haben oder ist das optisch? Beides. Ein Ersatzrad braucht man nur dann, wenn ein Rad kaputt ist. Ne? Es gibt Leute, die haben Motorschaden im Auto und haben keinen Ersatzmotor dabei. Aber man ist dann immer glücklich, wenn man ein Ersatzrad dabei hat und man hat eine Reifenpanne. Gut, das ist ja optional, aber es sieht auch schick aus, oder? Ja, es gehört einfach dazu. Das ist halt alles von der Optik. Da wird das nochmal schön gebrochen. Warte mal kurz, ich gehe mal gerade drum rum. Lieferzeit? Lieferzeit etwa 16 Wochen. 16 Wochen, das sind in Monaten 4 Monate, genau. Ungefähr. So, hier vorne hast du einen Gaskasten. Was ist das? Ja, ein Gaskasten, Dieselkasten. Wenn man eine Dieselheizung haben möchte, kann man ja eine Dieselheizung einbauen. Der hat jetzt keine Heizung. Der hat jetzt keine Heizung, noch nicht. Man kann sie ja hier ohne weiteres einen Dieseltank und eine Standheizung einbauen.
Stell dir mal vor, du wärst jetzt auf dem Festival, gut, im Moment gibt es ja nicht so viele, aber da wärst du ja der King mit so einem Teil, oder? Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Außerdem, am Festival ist es ja meistens warm genug, man kann zelten und wenn man da zu zweit sich da drin rumkuschelt, dann wird es auch warm. Egal, dann wird es auch warm. Guck mal hier, wir haben Anfang März und wir sind hier leicht bekleidet am Rumlaufen. Also jetzt bräuchten wir eigentlich keine Heizung. Nachts wird es natürlich hier im Siebengebirge auch ein bisschen kälter. Schattig. Das ist so. Im Odenwald sind wir, oder? Ja, fast. Im Siebengebirge. Siebengebirge, so. Wir sind in Nordrhein-Westfalen in der Nähe von Bonn oder Köln. So ist es so großpolitisch gesehen, sind wir so zwischen Koblenz und Köln? Ja. Ganz grob gesagt. Ganz grob, also für die Leute, die da sind. So, hier schläft man mit dem Kopf am besten auf der Seite. Genau, man schläft mit dem Kopf auf der Seite. Man hat Leseleucht, man kann hier auch sitzen drin. Und man hat halt auch hier ein Dachfenster, wie man sieht, Seitenfenster. Optional das Dachfenster? Nee, ja, optional. Optional. Das heißt, also hat man natürlich auch optional kann man hier einiges verbauen in diese Kisten. Mach das mal hier das Bett weg. Mach daraus mal ein Wohnzimmer. Was ist da machen? Mach mal bitte auf der anderen Seite oder so. Das heißt, du kannst dich jetzt hinsetzen. Ich kann mich hinsetzen. Ich kann da einen 12 Volt Anschluss habe ich ja. Ich kann ja da einen TV hin tun. Hier habe ich ja noch mal, kann ich ja noch was ausklappen. Ich kann mich hier schminken. Du kannst dich schminken? Guck mal, das sieht man uns auch. Ich könnte mich schminken, ich tue das nicht. Aber es ist so hell hier, dass ich... Ja, jetzt habe ich dich. Da jetzt bist du. Mich, ja. Denn die Kontraste, die wir haben hier oben, das ist alles Holz. Es riecht nach Holz. Es riecht, es schmeckt nach Holz. Du kannst mal gerne reinbeißen. Es ist Holz. Es ist Holz. So, hier oben. Also alles ist hier. Man hat hier so noch ein paar Haken dran. Auch hier alles... Liegefläche leg ich mal hin, das wollen wir mal sehen. Achso, hier unten Kofferraum. Kofferraum? Bevor ich mich jetzt reinlege. Ja. Siehst du hier Batterie? Technik. Warte, Technik. Bitte mal auflassen. Das Ladegerät ist dabei, Blue Smart Charger, Solar auf Wunsch. Natürlich, Solar geht ja immer. Solar geht immer. Also Dünnschicht Solar dann wahrscheinlich oben am Dach. Dann hast du hier noch ein bisschen Gepäckraum. Wow. Ja, für Schuhe oder sowas reicht. Oder hier kannst du einen Bademantel noch reinlegen. Es ist ja, der Trend geht ja zur Reduktion, lieber Janosch. Es ist ja nicht hier, dass du hier deinen ganzen Hausstand mitnimmst, sondern im Gegenteil, weniger ist mehr hier. Und was hast du an im Sommer? Du hast deine Badehose an, du hast eine Shorts, nimmst du mit. Ich habe oft im Sommer die so lange angezogen, dass selbst eine Frau gesagt hat, die steht jetzt die Hose von alleine. Ja, sofern du die mal ausziehen würdest. Ne? Ja, aber ich nehme die ja auch mit ins Meer dann, weißt du? Ja, ja, ich kenne das auch. Man zieht eine Badehose an und ist den ganzen Tag maximal noch ein T-Shirt, wenn man irgendwo was essen geht. Aber ansonsten ist man die ganze Zeit in Shorts. Dann brauchst du das auch nicht. Da brauchst du auch keine Heizung. In Italien, wozu eine Heizung? Also, Quatsch. Ich meine, das ist kein Wintercamping-Teil. Man würde aber gehen, kann man nachrüsten. Isoliert ist der. Der hat eine ganz gute Isolierung drin. Aha. Und so einen kleinen Raum zur Not. Es gibt ja so kleine Keramik-Elektroöfen. Wenn ich jetzt im Campingplatz bin, dann stelle ich hier so ein 800 Watt, stecke das dort in die Steckdose ein und hier wird es richtig mollig warm in dem kleinen Raum. Ich kann mir auch vorstellen, weißt du, so ein Flächenheizung Infrarot gibt es ja jetzt auch, die abstrahlen, dass man die einfach nur dran macht. Die gibt es in allen Formen. Die haben auch gar nicht so viel Leistung. Da reden wir denn über, ich glaube, 100 Watt haben die oder sowas. Ja, jetzt liege ich mal wieder hier. Warte mal, ich komme auf die andere Seite. Bleib mal da liegen, dass wir das mal sehen. Der hat nämlich zwei Türen, sodass die Personen auf beiden Seiten ganz bequem ein- und aussteigen können. So ist es. So, und die Füße kommen dann da rein? Die kommen da rein. Man kann sich natürlich hier hinlegen und auch schlafen. Du hast 2 Meter, oder? Man kann, ja, ja klar. Und man kann sich natürlich auch... Die Liegefläche ist 2 Meter. Man hat dort noch eine Belüftung, damit die Schweißquanten dort direkt entlüftet werden. Unten links, wenn du da reinhältst. Also okay, man Fuß atmet ja auch in so einem kleinen Gefährt, also ein bisschen Lüftung braucht man. Heizung kannst du ja oben drauf tun oder ein TV oder ich kann mir was zum Lesen mitbringen und dann kann eine Person hier schlafen. Man kann auch mit 2 Personen und Kleinkind. Das geht ja auch. Der Landstromanschluss? Natürlich, auf der anderen Seite. Können wir uns gleich mal angucken. Aber hier, ich sag mal, Einsatzpunkt ist flexibel sein, auch mal freistehen, egal wohin kommen, kleiner Fußabdruck, Städtereisen wären toll. Also das gibt
unglaublich viele Anwendungen und er ist sehr leicht. Der ist sehr leicht, ja. Du brauchst keinen Mover. Du kannst den überall anhängen. Ein Thema Elektromobilität, das ist ideal für ein Elektrofahrzeug, weil natürlich deine Reichweite auch noch nicht so belastet wird wie mit einem schweren Anhänger. Ich meine, heute die Elektroautos können ja auch 1800 Kilo ziehen, aber das ist dann, wenn man mal vom Baumarkt kommt, vor Ort, aber wenn ich in Urlaub fahre, nach Holland rüber oder so, dann brauche ich schon Reichweite, weil alles andere ist halt dann ein wenig bedrängt. Gepäckträger ist optional? Ist auch optional, ja. Wie gesagt, so wie der hier ist, kostet knapp unter 19.000 Euro mit Gepäckträgern, mit der Lackierung, mit den Offroad-Bereifungen als Offroad. Ist auch nicht verkehrt mit den großen Reifen. Wenn du zu kleine Reifen hast, dann kannst du den so einen kleinen Stein bleibst du hängen. So ein größerer Reifen ist natürlich auch vom Handling her, wenn du den am Schieben bist. Aber es geht ja auch viel um Optik, muss man sagen. Ja, also das ist technische Vorteile. Optisch gesehen ist der richtig klasse, wenn du hier stehst, bist beim Lidl am Einkaufen und lädst hinten deinen Einkauf ein. Da habe ich letztes Mal, da bleiben die Leute stehen. Die können das gar nicht fassen, dass hier so eine große Küche drin ist. Ja, das ist halt auch eine Sommerküche, wie man sieht. Man hat zwar so ein bisschen Dach über dem Kopf, aber man muss ja zum Zähneputzen, muss man ja rausgehen und sich dann hier, ja, Schränke. Überall Ablagen, Gasdruckdämpfer mit drin. Aber was mir gefällt, ist natürlich die Verarbeitungsqualität. Du hast mir erzählt, ihr habt die schon lange. Da reißt nichts einfach raus, oder? Nein, das ist alles schön verarbeitet, alles hier mit einem guten Holz, gutes Material, gut getrocknet. Es verzieht sich auch nichts. Auch hier das Schneidebrett, das ist alles wunderbar ordentlich gestaltet. Kühlschrank ist optional, klar. Ja, finde ich aber toll. Ja, reicht ja auch. Passt auch genau hier drauf. Hier ist ein Schwerlastauszug, aber auch der in Holz. Und überall kannst du reingucken, du kannst die Technik sehen. Hauptschalter ist mit dabei. Mhm. Ja, genial. Auf Wunsch auch mit Lithium? Natürlich, geht alles. Außenstrom? Außenstrom. Ist ja was für Campingplätze. Du hast ja keine Dusche, du musst ja, irgendwo muss man ja dann, aber so einen kleinen Campingplatz, eine kleine Parzelle, dein PKW daneben. Man kann da drin wohnen. Man geht, ja, wenn man im Sommerurlaub ist, dann geht man ja eh an die Badehäuser. Aber das ist eigentlich, ich sag mal, zum Schlafen ist das hier gedacht. Und wenn es ja mal regnet, kannst du dich dann reinsetzen. Natürlich. Du könntest sogar alle drei Polster übereinander machen. Und dann ein Vorzelt davor machen, da ist eine Kederleiste drin. Man kann ja natürlich hier noch ein Vorzelt reinziehen. Habe ich jetzt übrigens, der Trend geht zur Kederleiste. Soll ich dir das mal zeigen? Ich habe ja jetzt hier keine Ausrollmarkise, würde gar nicht gehen, die wären nur einen Meter breit, das funktioniert nicht. Aber diese Kederleisten haben natürlich einen riesen Vorteil, wenn es stürmt, kann erstmal nicht so viel passieren. Nee, die bleiben schon recht gut hängen am Wohnwagen. Man muss sie auch dann verankern, logisch. Ja klar, aber es reißt nicht raus, das meine ich. Nee, auf gar keinen Fall. Okay, das heißt also, ich bezahle Geld, dann muss ich noch nicht mal einen extra Führerschein machen, sondern das darf ich mit einem ganz normalen B fahren. Den darfst du mit einem B fahren, auf jeden Fall. Es sei denn, du hast einen 3,5-Tonner und willst ihn dahinter hängen, dann hast du mich die 3,5-Tonnen ja... darfst du auch. Aber nur einen 750-Kilo-Hänger darfst du ja überall, stimmt ja. Okay. Darfst ja überall, das ist ja nur, wenn du... Es gibt ja verschiedene Führerscheine, aber... ja, es gibt so, also wir lassen das mal offen, da gibt es ja diverse Regelungen, die da sind, aber ich weiß zum Beispiel, dass, ich glaube, es gibt ein Gesamtzuggewicht, das darf nicht überschritten werden, da sollte man auf das Auto drauf gucken, ja, wie das Gesamtzuggewicht ist. Aber ja, ich glaube, die meisten Autos dürfen den ziehen mit 750 Kilo gebremst. Der ist ja noch gebremst, das ist ja nicht nur ungebremst, das heißt, den kannst du überall hinziehen. So, hier ist er. Das Ganze in einer ordentlichen Verarbeitungsqualität, Lieferzeit. Haben wir eben schon erwähnt, sind 4 Monate, wenn ich den haben möchte. Wir sind im Königswinter. Darf ich den mal Probe fahren? Ja klar, darfst du mal Probe fahren. Wir können den hier über den Hof schieben. Probe liegen. Wir haben ihn eben mit einer Person. Du brauchst keinen Mover für so ein Ding. Also nee. Der, wenn du ihn mal gerade drückst, dass man einfach mal sieht, das ist jetzt hier leicht abschüssig. Wir reden hier über, sagen wir mal, 500 Kilo. Die kannst du jetzt einfach... alleine ziehen. In jede Ecke reinziehen. Da brauchst du auch nicht den Nachbarn fragen. Nö. Du den irgendwo hinschieben. Egal wohin. Cooles Teil. Und dann ziehst du den so ein bisschen an und dann kannst du den auch ans Auto dranhängen.
Optik, Farben, was gibt's? Ja, da gibt es verschiedene. Es gibt den auch so mit so richtigem Holzoptik in der Seite. Es gibt da einige Farben. Aber der ist schön gewählt, das ist so ein bisschen Offroad, Outdoor. Ja, ja, Offroad und man sieht ja auch hier diese Riffelbleche, das ist halt gegen Schmutz und Steinschlag ist das natürlich optimal. Und es sieht gut aus. Und sieht auch cool aus, ja. Muss ja cool aussehen. Das heißt cool. Du willst ja, es gibt ja Leute, die wollen was Außergewöhnliches haben, was Kleines, was du vielleicht hinter einem ganz normalen PKW, das Thema Elektromobilität, du hast es angesprochen, da kann es gar nicht leicht genug sein. Das ist schon ordentlich. So, jetzt musst du aber richtig zumachen. So ist es. Das Ganze hält auch, wenn es geöffnet ist. Da habe ich nämlich eben dran gezogen. Ja, genau. Das hat hier so einen kleinen Pinnippel. Ja, das geht richtig rein hier in dieses Gummi. Mach mal bitte. Da muss man nämlich anschließend richtig ziehen. Also wenn mal ein Windstoß kommt, passiert erstmal nichts. Ja, das hält schon ziemlich viel ab. Also sieht ja, der ganze Wohnwagen wackelt und dann muss man auch mal ran droppen. Aus Lettland. Ja, meine Tochter wohnt ja in Lettland, die Jan. In der Nähe von Riga, da werden sie sogar gebaut. Ja, genau, dort in der Nähe werden die auch gebaut. So, und wenn man das Ganze sehen möchte, hier in Königswinter, Nordrhein-Westfalen, kann man es sehen. Und ihr habt immer einen da eigentlich? Ja, wir haben immer einen da, also hoffentlich immer einen da. Das kann man heutzutage nicht wissen. Auf einmal sind sie alle weg und dann steht man ohne da. Aber mal anrufen und dann können wir dann schauen, ob wir einen da haben oder im Internet mal gucken, wenn einer auf der unserer Seite ist, dann haben wir auch einen da. Ja, ihr seid eigentlich Spezialist unter anderem nicht nur für diese Teardrop-Anhänger, die da sind, sondern ihr habt auch ganz, ganz viele Ladungselemente für Pickups da. Die gehen los bei 14, 15, 17? 17, 2, ja, gehen die los, die Kabinen. Das ist dann, die kann man dann aufladen und man kann sich da auch glücklich fühlen. Man hat dann auch was Individuelles. Also wenn du mit so einem Ding am Campingplatz stehst, jetzt nicht auf drei Beinen, aber wenn der so richtig dort steht, dann hast du wirklich ein Showobjekt. Ja, wir werden morgen mal etwas zeigen, was ganz Besonderes. 19.990 Euro, ein Pickup inklusive Kabine, neu. Die Kabine ist neu, der Pickup nicht ganz, aber... Der ist alt, ja, wenn ich noch 20 wäre, dann... Wäre ich noch jung, aber im Auto ist es schon alt, ja. Das ist so. Aber es ist ein ganz legendäres Teil. Es ist nämlich ein Toyota, Ford ist es. Ford Ranger. Aber der alte. Alte Ford Ranger, wo wir einfach mal zeigen, weil die Leute immer sagen, hier, das Gespann hier kostet 59.990 Euro. Da sagen die Leute wieder, was? So viel Geld, dafür kriege ich doch in Tschechien ein Fünffamilienhaus. Oder anderswo ein ganzes Hotel. Genau, aber das stimmt ja meistens nicht. Und ich sag mal, für 19.990 Euro haben wir dann eine nagelneue Kabine, die werden wir morgen zeigen. Also beziehungsweise ihr werdet das dann anschließend sehen. Und das letzte Video, was wir gezeigt haben, auch ein Gebrauchtfahrzeug, 29.990, über fast 3 Millionen Abrufe, hat die Leute schon fasziniert, oder? Ja, ja, klar, das interessiert ja auch jeden. Allradtauglich, du kannst ins Gelände fahren, du hast hier ein Allrad, du bist halt frei. Du kannst überall hin und einfach die Klappe aufmachen und einfach mal so die Seele baumeln lassen. Ja, aber was geht noch teurer? Das werden wir nämlich zeigen. Hier haben wir 79.990 Euro. Das ist jetzt die Speerspitze von Crawler. Ein Familienwohnwagen für 4,5 Personen. Genau, aber halt nichts für Elektromobilität. Hier müssen wir konventionell mit dem Diesel ran. Wir sind ja schon... Oder hier. Wasserstoff demnächst. Ja, oder so. Es gibt da bestimmt, gibt es da Tüftler, die werden sich da was überlegen. Aber ich glaube, ein Defender wird auch ewig gehalten. Und das ist ja schon der optimale Zugwagen. Oder man hat einen Pickup und zieht den auch wunderbar. So, auch da haben wir ein eigenes Video zu gemacht. Ja, vielen Dank. Dein Städter dagegen nahezu klein. Aber das wollen ja viele Leute. Die wollen einen ganz kleinen Grundriss. Wir werden klein, jetzt, aber fein, ja. Wir werden uns gleich mal zwei weitere Fahrzeuge anschauen. Die stehen hinterm Haus. Wir haben das Automobil, da gibt es leichte Schwierigkeiten mit der Homologation, aber ja, das genau. Werden wir mal zeigen. Wir haben einen da, haben wir auf der Messe gezeigt, eingeschlagen wie eine Bombe, Automobil. Jeder wollte ihn sehen und wenn man den haben möchte, ihr seid in Königswinter. Die Firma heißt Müller Motors. Genau, Firma Müller Motors in Königswinter im Siebengebirge. Man schaut auf unsere Webseite und da werdet ihr mich auch finden mit Telefonnummer und mit E-Mail-Adresse. Janosch und das ganze Team hier. Vielen Dank fürs Einschalten heute am 4. März 2022 aus Königswinter. Tschüssi!